Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, heute bin ich bei Egan zum ersten Mal. Vintage Grain. Single Grain Irish Whiskey from the heart of Ireland. Bridge Street, Tullamore. Vintage Grain distilled three times and matured in Bourbon Casks. Also 2019 kam das im Fass und 2017 wurde es abgefüllt. So, bei Egan's handelt es sich um eine dieser unabhängigen Abfüller, nenne ich sie einfach ganz lieb, die so tun manchmal, als ob sie eine eigene Geschichte hätten. Wieso sage ich eine eigene Geschichte? Denn die gehen auf ihre Homepage zurück, sechs Generationen, und erzählen von allem, was so war. Leider hat denn der Opa damals, 68, Insolvenz angemeldet. Also die Firma lag brach. Zwischen, oder der Name Egan lag brach zwischen 68 und 2013. Ich hasse es immer wieder, wenn jetzt hier Leute versuchen, ein bisschen zu implizieren, als ob alles denn die ganze Zeit weiter dann lief. Das ist einfach wahrscheinlich Kuli. Dreifach destilliert, also weil es aus ein Column Still kommt, das ist einfach bei Grain Whisky so. Ein Single Malt ist gemälzte Gerste aus einer einzigen Distillerie. Single Grain ist eine Mischung oder eine reine Getreidesorte, meistens nicht Gerste, weil es am teuersten ist, sondern meistens das, was am günstigsten ist, Weizen oder Mais. Es könnte auch Roggen sein, aber das wird bis zu 94, 96% hochdestilliert, ein bisschen Wasser reingetan, ein Fass abgefüllt und tada, wird für Blends benutzt. So, momentan gibt es vier Orte, wo man in Irland tatsächlich Grain Whisky bekommen kann. Middleton verkauft nichts. West Cork, verkauft schon. Cooley gehört jetzt hier zu Beam Suntory, wird immer schwieriger dran zu kommen. Und jetzt hier der neueste, seit ungefähr 4, maximum 5 Jahre gibt es das da, was Great Northern. Das ist dann John Teeling. So, jo, das wurde in First Fill Bourbon, Entschuldigung, wurde in Bourbonfässern gereift, nicht First Fill, ja. So ist das. So, der sechste Generation ist Jonathan. Da steht, er hat sorgfältig diese Bourbonfässern ausgewählt. Und der Papa davon war dann hier auch der fünfte Generation. Die haben alles denn da tatsächlich hier denn ausgewählt. Schöne Flaschendesign. Also, ich habe 35,90 € bezahlt. In England oder besser in Irland kostet das Ding 10 € mehr. Also schauen wir mal. Ich habe was zum Vergleichen. Wer mich kennt, weiß das. Allerdings, dass es hier 43%iges und nicht 46%iges wie hier. Also das ist hier vom Skip Barron. Eagle, das ist Single Grain Irish Whiskey. Ich vermute, das kommt auch vom Cooley. Denn die Jungs dort in West Cork haben nicht wirklich altes Grain denn dort auf Lager gehabt. Hier steht der wurde allerdings in First Fill Bourbon Fässern gereift. Okay, hier steht Produced by West Cork Distillers Limited. Okay, produced, not just bottled by. So, vielleicht ist es doch West Cork Distillat. So, ich rieche. Grain, sehr vanillig, ein bisschen malzig. Habe ich noch was? Butterig. Butterige. Grain mit Vanille. Hier. Viel mehr Holzeinfluss. Schön. Also diese Grain hier fand ich immer wieder toll. Kostet ein paar Euro weniger. Ja? Gibt es immer noch auf meiner Sample-Liste. Wenn die Flasche leer ist, ist die leer. Da gibt es nicht mehr. Also das war tatsächlich hier zum Beispiel war Cask Nummer 3, Flasche Nummer 371. Also. Jo, schön. Cheers. Ein Moment. Also, Farbe steht irgendwo hier drauf. Natural Color. Würde mich interessieren. Nein. Hier steht, dass ich hätte Karamell auch erwähnen sollen. Eine Nase von Vanille und Hauch von Karamell.
So, naja. Ich habe noch eine Flasche davon, die ich auch noch verkosten werde. Das gab eine Vollreifung, allerdings in PX-Fässern. Allerdings, ich muss ehrlich sagen, PX kenne ich andere von Farbe. Der ist ziemlich hell für eine Vollreifung in PX. Aber schauen wir mal. Tschüss. Whisky Base Nummer 1165, also 1116955. Besser als gedacht. Richtig butterig, vanillig, getreidig. Karamell kann ich mir fast einbilden. Wow, mundfüllend. 46% schön gemacht. Vintage, also Vintage heißt eigentlich Jahrgang, aber es gibt keinen Jahrgang da drauf. Also Vintage kann auch natürlich alt bedeuten. Man darf nicht Old Grain, da würde die Behörden, also Genehmigungsbehörden, Approval Agencies, einfach mal die Label da auch mitgenehmigen müssen sofort. In Irland ist das der Food and Drug, also der Lebensmittelgesundheitsamt. In Deutschland, glaube ich, ist es sogar, der zuständig ist hier für die Regularien wegen Lebensmittel. Ja, würden einfach einen Strich da durch die Rechnung machen und sagen, nö. Sehr butterig, sehr ölig, sehr schön. Viel besser als gedacht. Wow. Das ist ein 3 plus, vielleicht sogar ein 2 minus minus. Hier habe ich mehr Tischlerei, hier habe ich mehr Holz. Gefällt mir gut. Wirkt wesentlich jünger, wirkt wässriger. Der Alkohol wirkt am Ende schärfer. Also, das ist eine arg gute Grain Whisky. Wow! Hier bin ich wirklich platt, wie gut der ist im Vergleich. Ja, ich werde das hier mal austauschen. Hätte ich nicht gedacht. Mensch, ich bin hier wirklich sehr, sehr überrascht. Positiv überrascht, wie gut diese Whisky hier ist. Also, ich hole mal ein paar größere Geschütze hier raus. Das ist Black Rock, das ist von Mareike, Spitzer von www.irish-whiskies.de. Das ist ein Single Grain Whisky, der 9 Jahre alt ist, der allerdings 58,7% hat. Und deshalb ist das ein bisschen unfair, das weiß ich. Da steht hier Bourbon Cask gereift, nicht kältefiltriert, kein Farbstoff hinzugetan. Und ich wäre allerdings Wasser hinzutun, um eine ungefähr gleiche Spielfeld zu haben, dass sie sich hier begegnen können auf gleicher Höhe. So, nochmal, ist er wirklich so gut? So was von butterig habe ich irgendwie, wow, glaube ich, noch nie bei einem Whisky gehabt. Gefällt mir gut. Also Jonathan, du hast echt tolle Fässer ausgesucht. Ich werde leider auf Englisch kein Video dazu drehen können. Das hat Rex und von der Whiskey Tribe schon gemacht. Also Daniel und Rex haben darüber ein Video schon gedreht. Da war eine Frau, die gehört zu der Familie irgendwie dazu, war in Irland, hat eine Flasche zurückgebracht, hat das dann zu der Whiskey Vault hingeschickt und die haben ein Video schon gedreht. Allerdings dazu kann ich ein Video drehen, weil das wurde noch nicht auf Englisch gemacht. Immer meine Regel, wenn niemand anders ein bisher ein Video gemacht hat, darf ich. Und pro Woche ist es 2 bis 3 von die Sachen, die ich hier rausbringe. Schon krass. Also, Black Rock.
Gut, aber da kommt auch eine leichte Trockenheit hinten raus, was er nicht hat. Und diese Butterigkeit, ich weiß nicht, woher diese Ölig, diese Butterigkeit kommt. Also, als ob sie wirklich Butter geschmolzen hätten und da reingetan. Wer schon einfach Popcorn ohne Salz und ohne Zucker hatte, mit Butter darauf. Das ist echt richtig feine Sache. Ich fand es heute bombastisch. Also, 2 minus minus. Wow. Preis-Leistung, 35 Euro finde ich nicht schlecht. 3. Natürlich hier von mir aus 29 Euro wäre besser gewesen. Aber wenn man bedenkt, dass man in England fast 50 Euro dafür bezahlt, sind wir hier in Europa ziemlich gut. Es gibt ganz, ganz weniger Distributors, Händler hier in Deutschland. Crane House, das ist eine der ganz wenigen, die das so machen. Die hatten auch die American Eagle hier im Angebot. Crane House, glaube ich, in Hamburg ist das, aber online haben sie auch einen Shop. Da war sogar ein paar Sachen hier von dem Angebot. Deshalb habe ich meine Flasche gekauft. Ja, meine Frage des Tages ist von Single Grains, ob in Irland oder aus Schottland oder aus Deutschland von mir aus oder Europa, welche Single Grains mögt ihr gerne? Ja, also Black Rock fand ich bisher absolut fast unschlagbar. Allerdings, ich wurde ein besseres gelehrt. Der Egan's Single Grain Irish Whiskey from the Heart of Ireland. Ah. Es wurde sowieso gemacht, nicht für den europäischen Markt, sondern hauptsächlich fast alles geht nach Amerika. Da sind viele, viele, es gibt mehr irisch abständige Menschen in Amerika als in ganz Irland. Puh. Und deshalb wurde extra das dafür gemacht, aber ein paar Flaschen wurden mit 700 abgefüllt für den irischen und der kontinentale europäische Markt. So, vielen Dank. Liken, abonnieren, auf diese Glocke draufhauen, falls denn noch nicht geschehen ist. Da werdet ihr informiert sein, wenn ich online gehe oder meine Videos rauskommen. Ihr könnt auch dann gerne Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde die Flasche gemeinsam als Set mit dieser Flasche hier verteilt. Schauen wir mal gleich, wie diese Sache abschneidet. Flaschenteilung, Liste gibt es auch denn da drin. Ihr seht mich jeden Tag hier um 17:30 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr. Vielen Dank, Whiskey Jason hier. Bye bye.